Herzlich willkommen beim Salzburger G-Magazin, jetzt wieder mit interessanten Themen für Sie. Drei Burschen aus dem Tennengau revolutionieren die Möbelbranche. Tag der Lehre in der Salzburg AG, wir stellen alle Lehrberufe vor und beeindruckende Bilder vom Kraftwerk Diesbach. Bald ist es soweit, dann erscheinen die Lebenslinien, das Kundenmagazin der Salzburger AG, und da geht es diesmal um Menschen, die ihr Hobby zum Beruf gemacht haben. Einer dieser Pioniere ist zum Beispiel ein Elektrohändler, der Ölnormen auf den Kopf stellt. Es geht aber auch um eine junge Juristin, die jetzt Konditorin ist, und es geht auch um drei Freunde, die sich als Möbeldesigner selbstständig gemacht haben. Wenn du sagst, okay, jetzt läuft es einmal nicht so gut, jetzt ist einer mal nicht so gut drauf und wir drei waren halt immer die, was zusammengehalten haben. Das ist Dreikant. Was sich hier wie eine Popgruppe oder Musikgruppe anhört, hat mit Noten überhaupt nichts zu tun. Kreativ sind die drei Burschen aus dem Tennengau aber allemal. Der Notenschlüssel wurde durch eine Kreissäge ersetzt und das Notenblatt gegen eine Tischplatte. Denn das ist das, was die Herrschaften am besten können. Wir haben angefangen vor gut anderthalb Jahren. Wir sind drei beste Freunde seit ich und ihr schon. Wir haben angefangen mit Couchtisch und Esstischen, die wir einfach in unserer Freizeit gebaut haben. Es ist immer die Kombination Holz mit Metall. Wir probieren, dass wir Wege gehen, die vielleicht noch nicht jeder gegangen ist und dass wir mal vom Designer ein bisschen ausbrechen. Es ist Eschen und im Hintergrund, also hinter dem Eiche aus Salzburg. Das sind einfach coole Projekte, wenn man sowas von Anfang bis zum Schluss verfolgen kann. Die drei besten Freunde, die sich aus der Kindheit kennen, haben sich mit der gemeinsamen Selbstständigkeit ihren Traum erfüllt. Und ja, wir haben alles da, vom Baumhäuselbau bis ja, Plätzchenwochen. Und irgendwie, wie man halt dann älter wird nach der Hauptschule, jeder hat seinen Werdegang gemacht, wird man halt dann doch ein bisschen vernünftiger. Und dann ist halt das so gekommen, dass wir miteinander was tun wollten, eine Firma gründen. Und dann hat sich das so ergeben, der erste Tisch einmal, der erste Couchtisch, der war bei uns daheim, habe ich für meine Eltern gemacht und ja, dann ist das so weitergegangen und auf einmal haben 20 Stickchen da gestanden und jeder gefragt, was tut's jetzt mit den Stickchen. Sie sind wie Popstars der Holzbranche, so könnte man sie bezeichnen, sind auf Messen unterwegs, haben Fotoshootings, Videoproduktionen und die Auszeichnung Salzburg Tisch. Ihr Konzept, Möbel, die weit weg sind vom Mainstream, weit weg vom rechten Winkel oder der Regalware. Unser Produkt stützt sich auf drei Säulen, das ist einmal Holz, einmal Metall und einmal Design. Ich sehe Dreikant eigentlich mehr als Möbeldesigner. Ein schönes Holz macht viel von der ganzen Optik aus, weil es meistens das Erste ist, auf das man hinschaut. Das zum Beispiel ist jetzt sandgestreut. Das ist, haben wir auch in letzter Zeit öfters gemacht, einfach weil dann die Optik noch mehr anders wird. Weil halt das Metall entweder ganz schlicht sein kann und extrem zurückhaltend oder auch mal richtig, fast der klobig, richtig, weil nicht, der 25 mm Brennzuschnitt, der einfach so dasteht und sagt so, ich bin der Tisch und du kannst mich schon aufheben, probier's halt, wenn's quasi. An Visionen mangelt es den drei Dreikantern nicht. Abgesehen von unverkennbaren Einzelstücken steht ihnen der Sinn nach mehr. Dass wir aus dem Wort Dreikant eine Marke machen, die Möbel produzieren, heimische Möbel und regionale Möbel. Und wir freuen uns schon richtig auf die Zukunft und ich hoffe, wir werden noch einiges von uns hören. Neben Einzelstücken gibt es von den Jungs auch Ladeneinrichtungen. So wurde etwa ein Verkaufsladen in Hallen designt und ein Bikeshop in der Stadt Salzburg ist in der Umsetzung. Mehr über unsere Pioniere und Dreikant erfahren Sie in den Lebenslinien, dem Kundenmagazin der Salzburg ab 3. November in Ihrem Postkasten. Und auch die Burschen von Dreikant haben einen anständigen Beruf gelernt und somit sind wir bei den Lehrberufen der Salzburg angekommen. Diesmal geht es um Frauenpower. Morgen. Hallo.
Darf ich dir kurz ein paar Fragen stellen? Ja, klar. Was machst du gerade? Ich schraube gerade einen Widerstand fest. Wie nennt sich dein Beruf? Ich lerne Kfz- und Nutzfahrzeugtechnikerin. Wo sind wir da? Auf einem Bus in der Alpenstraße. Kommst du gleich mit, ich muss nur woanders hin. Welche Schule hast du besucht? Ich bin in die Volksschule in Fuschl gegangen und in die Hauptschule in Elsbeten. Was sind deine Aufgaben? Meine Aufgaben sind, dass ich großteils nur mit den Gesellen mitschaue und einer hilft bei Arbeiten, was zum Erledigen sind. Dass ich selber aber auch schon Bremsbacken tauschen darf oder Funkgeräte. Und bei den Lehrlingen vom ersten Lehrjahr schaue ich beim Batteriedienst auch noch mit. Hast du Kundenkontakt? Nein. Was sind die Herausforderungen in deinem Job? Die Herausforderung liegt darin, dass die Arbeiten ziemlich schwer sind und man nicht jedes Mal, wenn was frei geht, nicht einen Gesellen fragen will. Macht sie Lehrling viel gemeinsam? Wir haben für die ganzen Lehrlinge einen Lehrlingsausflug jedes Jahr. Und wir haben einen Aktionstag vor Akzente. Womit kann man die ärgern? Wenn man mal nicht zuhört. Arbeitest du lieber drin oder draußen? Also, es kommt aufs Wetter drauf an, aber wenn es schön ist, natürlich lieber draußen. Wie verbringst du deine Mittagspause? Meine Mittagspause verbringe ich so, dass ich mit dem Bus sitze und für 30 Minuten runterkomme. Hast du ein tägliches Ritual? Ich weiß jetzt nichts. Dein Highlight bei der Arbeit? Das Highlight bei der Arbeit ist, wenn was gefeigert hat und wenn man das dann hergerichtet hat und das wieder funktioniert. Wobei lädst du deine Batterien auf? Beim Musik hören oder beim Spazieren. Welchen Tipp hast du für Bewerber? Für Bewerber habe ich den Tipp, dass sie sich dafür interessieren, weil man muss auch einen gewissen Ehrgeiz mitbringen bei sowas, weil, ja, dass man das einfach schafft und nicht mittendrin denkt, man muss aufgeben. Welcher Sinn steckt hinter deiner Aufgabe? Meine Aufgabe macht Sinn, weil wir die Busse herrichten und die Leute draußen dann sicher damit fahren können. Danke, das war's schon. Bitte. Alle Lehrberufe der Salzburger stellen wir Ihnen am 17. und 18. November beim Tag der Lehre in der Vogelweiderstraße vor. Dort lernt man die derzeitigen Lehrlinge und auch deren Lehrlingsausbildner kennen. Grüß euch, ich bin der Hauser Tobias, bin im dritten Lehrjahr bei der Salzburger AG. Hallo, ich bin Petra Brandstetter, ich bin bei der Salzburger AG Bürolehrling im dritten Lehrjahr. Hallo, ich bin der Lukas Sattler, bin im dritten Lehrjahr bei der Salzburger AG als Bürokaufmann. Ich habe gemerkt bei der Salzburger AG, wie gut, dass man sich eigentlich zu einem Facharbeiter entwickelt. Und das Arbeitsklima ist auch super und es schaut halt jeder auf jeden. Von dem her lernt man brutal viel. Ich habe mich für die Lehre mit Matura entschieden, weil es ist super für die Zukunft und man kann sich ja intern weiterentwickeln. Mir gefällt am allerbesten meine abwechslungsreichen Aufgaben und die gute Zusammenarbeit mit meinen Kollegen. Ja, wir haben auch einen Tag der Lehre und mir würde es gefallen, wenn ich euch da alles von der Salzburger AG noch genauer zeigen darf. Und ich würde mich freuen, wenn ihr euch sehen werdet. Bewerbungsende für eine Lehre bei uns ist dann Ende November und die Informationen dazu finden Sie natürlich auch auf unserer Webseite. Wir bleiben auch gleich beim Internet. Cablelink, das Ratzfatz-Internet der Salzburg AG, feiert seinen 20. Geburtstag. Welche Vorteile Salzburg AG Kunden haben und wohin sich das Internet entwickelt, das erfahren Sie in den neuen Lebenslinien, dem Kundenmagazin der Salzburg AG, und das sind die weiteren Themen. Ab November in den neuen Lebenslinien der Salzburg AG. Pioniere wie du, die drei Burschen aus dem Tennengau die Möbelbranche revolutionieren.
Lichtblicke im Herbst, die LED ist der richtige Stimmungsaufheller für Ihr Zuhause. Und auf der Kostenbremse. Kfz-Betriebe sparen ein Drittel Strom ein. Wie das funktioniert und viele weitere Themen finden Sie in den neuen Lebenslinien der Salzburger AG. Ab 3. November gratis in Ihrem Postkasten. Außerdem können Sie ein superschnelles iPad mit 128 GB gewinnen. Das sollten Sie dann unbedingt mitspielen. Wir machen einen kurzen Blick Richtung Pinzgau, genauer gesagt nach Diesbach, denn dort wird unser Speicherkraftwerk derzeit zum Pumpspeicherkraftwerk erweitert. Wir haben das schöne Wetter Mitte Oktober genutzt, um ein paar Drohnenaufnahmen inklusive Herbststimmung einzufangen. Wie Sie als Strom-, Erdgas- und Internetkunde der Salzburg AG von unseren Freitagen profitieren können, erfahren Sie in den Lebenslinien ab 3. November gratis in Ihrem Postkasten. Ansonsten gibt es alle Informationen auf unserer Webseite und auf Facebook. Viele Seiten der Salzburger Lebensqualität haben ihren Ursprung in der Salzburg AG. Wo sauberer Strom fließt. Und wo Wärme weiterdenkt. Wo Mobilität jedes Ziel erreicht. Wo ein ganzes Land vernetzt ist. Alles für zufriedene Kunden und alles aus einer Hand. Salzburg AG, wo Zukunft ins Leben kommt. Über 50 Millionen Fahrgäste fahren jährlich komfortabel mit der Salzburg AG. Die Mobilitäts-App Quando Salzburg liefert dazu noch ein paar Annehmlichkeiten. Vorfahrantritt, Ticket einfach mit dem Smartphone kaufen. Bis zu 12 Tickets sind möglich. Sie erhalten die Ankunftszeit in Echtzeit. Individuelle Routenvorschläge inklusive Infos zum Umsteigen. Störungsmeldungen und die Kartenansicht mit Zoom-Funktion. Quando Salzburg, gratis für iOS und Android.